So, da bin ich mal wieder. Es gibt mal wieder ein Video von mir. Woran liegt das? Genau, derzeit gibt es eigentlich nicht viel zu berichten. Ich sage ganz einfach, die meisten Sachen, wo auch die meisten anderen YouTuber so hochladen, ist zurzeit einfach nur Clickbait und hast du nicht gesehen. Ich sage da ganz einfach, zurzeit ist in meinen Augen Fortnite in wieder einem ganz kleinen Loch, würde ich behaupten. Aber worum es in dem eigentlichen Video gehen soll, ist genau das Live-Event. Wir bekommen jetzt endlich dann die Neon-Schwingen. Was müssen wir dafür tun? Immer noch dasselbe wie letztes Wochenende. Seid einfach ganz kurz im Spiel drin. Wir müssen bei dem Event nicht live dabei sein. Also ihr braucht euch nicht nachts um 3 Uhr den Wecker zu stellen, heimlich aufstehen und in dem Event sein. Das ist genauso wie beim Travis Scott Event, wo ich selber auch nie dabei war. Also ich kann euch sagen, ich war nie beim Travis Scott Event dabei, also wo das stattgefunden hat. Und ich habe trotzdem den Kleider bekommen. Einfach nach dem 9. Mai um 3 Uhr nachts sich einloggen und dann werdet ihr die Patchwing bekommen. So, dann habt ihr endlich das, weil ich habe schon gesehen, tausende andere Videos. Ja, so bekommst du die die Neon-Schwingen. Woher wussten die Leute das? Richtig, es war einfach nur eine Vermutung. Aber jetzt ist es offiziell auch von Fortnite. Die haben auf Twitter auch gepostet, von wegen, loggt euch einfach nur ein, mehr müsst ihr nicht machen. Ist einfach nur ein kurzes Infovideo deshalb. Also, wir stehen auch kurz vor den 4000 Abonnenten. Also, wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen, damit ich endlich diese magische 4000 da stehen habe. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze machen würdet. Und natürlich nochmal danke an alle meine Mitglieder, die immer fleißig im Chat dabei sind. Wirklich, euer Support ist geisteskrank. Auch danke nochmal an Simon, der jetzt sein Endgame endlich mal fertig hat, beziehungsweise den, ja doch, es ist jetzt fertig. War eine nette Sache, also guckt doch gerne mal beim Simon dabei. Gruß geht raus. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Und ich denke mal, der nächste Livestream wird schon bald kommen. Und in dem Sinne, haut rein.